Gude und herzlich willkommen zurück hier in Two Point Hospital, der Gesundheitsabteilung vom Büro Nummer 16. Mein Name ist Max. Schön, dass ihr da seid. Ja, nachdem wir in der letzten Folge eine sehr schöne Station, eine weitere Praxis und eine weitere Psychiatrie gebaut haben, machen wir heute weiter und ich habe direkt die Meldung bekommen, ein Spritzenhaus wird benötigt. Kenne ich selbst noch nicht, habe ich gedacht, nehme ich euch mit rein. Let's go. Selfie-Sepsis. Ein gefährliches Leiden, das zur schnellen Verschlechterung des Gesundheitszustands führt, befällt all jene, die zu viel auf die Meinung anderer geben. Alright, das hat ja Tiefgang. Der Patient möchte sich behandeln lassen, dafür braucht er ein Spritzenhaus. Spritzenhaus muss erforscht werden. Erforschen wir oder was macht denn unsere Forschung gerade? Die ist mitten am Anfang. Weil da der Arzt fehlt, kann ich das nochmal umändern? Projekt auf Eis legen. Spritzenhaus. Projekt starten. So, und welcher von meinen Ärzten wir haben hier zwei mit Forschung. Macht seit 18 Tagen Pause. Ja, yalla, Abfahrt, genug Urlaub. Gut, das hätten wir schon mal geklärt. Dann lassen wir den warten auf ganz dreist. So, du möchtest zur Stationsschwester befördert werden. Dann machen wir das doch. Drittel mehr Gehalt. Ist schon dreist. Aber gut, man muss Geld ausgeben, um Geld zu verdienen. Ne? So, jetzt lassen wir das erstmal laufen. Toiletten sind auch am Start. Pausenraum. Wird er denn benutzt? Pausenraum haben wir hier. Ja, ich glaube schon. Instandhaltungsdurchsage. Toiletten müssen regelmäßig gewartet werden. Sag mal, wo ist der denn schon wieder hin hier? Ach, der braucht den Urlaub. Ja, komm. Dann rein da. Ah, und der ist auch unzufrieden. Uiuiui, da müssen wir aber tief in die Tasche greifen. Jetzt machst du aber auch mehr Urlaub, oder? Ja, haha, guck mal, wie schnell das geht. Das lag nicht, dass der Urlaub gebraucht hat. Ja, ja, das war ein Motivationsding. Wer kennt's nicht? Ja, ja, verstehe ich. Boah, hier geht's ja richtig ab jetzt. Personalherausforderung von Ralf. Uiuiui. Ralf macht. Es wäre ein Traum, einen weitläufigen Arbeitsplatz mit voller luxuriöser Ausstattung zu haben. Was erreiche ich Stufe 4 mit dem Zimmer Flüssigkeitsanalyse? Haben wir die überhaupt? Eine Flüssigkeitsanalyse? Nee, haben wir gar nicht, ne? Nee. Nee, haben wir nicht. Ja, da macht das keinen Sinn. So, Sondermeldung. Sehr gut. Wir haben ausreichend viele Patienten der Gruppe geheilt. Das hat unserem Ruf geholfen. Und wir haben eine Belohnung erhalten. Das schmeckt natürlich. Brauchen die nicht eine Farbinjektion? Also, wie heißt dieses Zimmer? Moment. Eine Farbtherapie? Brauchen die nicht eine Farbtherapie? Just saying. Aber habe ich nicht eine Farbtherapie? Wo kann man das eigentlich sehen? Personal, Krankheiten, hier, da, graue Anatomie,
Heilungsrate 0. Ja, weil ich hab ja gar keinen. Ah, es wenn. Also, okay. Wenn die Zimmer nicht da sind. Lul, nach einem halben Jahr erst verstanden. Wenn die Zimmer nicht da sind, dann wird nur Bullshit gemacht. Nee, das haben wir doch schon, oder? Jetzt komme ich durcheinander durch die ganzen Krankenhäuser, die wir schon gebaut haben. Nee. Farbtherapie muss ran. Okay, so, dann. Privatsphäre drauf. Ihr wisst schon. Ist eine Maschine im Raum. Wisst ihr Bescheid? Ich hätte gerne an. Alright, so. Please. Nicht erreichbar. Okay, Moment. Machen wir das doch so. Let's go. So, und was brauchen wir dafür? Ein Krankenpfleger. Dann müssen wir einstellen. Krankenpfleger. Ich würde tatsächlich sie hier nehmen, weil dann schichten wir um. Wir haben nämlich im Personal bestimmt jemanden. Haben wir noch nicht, aber wir haben Behandlungskompetenz. Diagnostik. Patientenbehandlung. Okay. Die ist sehr gut. So, dann haben wir das hier. Machen die alle Urlaub oder was, die Assistenten? Ja, Farbtherapie. Kann ich die jetzt einfach so crappen und woanders hinschicken? Nee, ne? Popstar-Besuch. Okay, wir gucken uns gleich an. Ich will nur. Werden die jetzt umgeschichtet? Ich glaube schon, ja. Wir verfolgen das gerade mal. Ja, das Spritzenhaus sollte ich bauen. Muss aber erstmal erforscht werden. Was passiert hier mit ihm? Ist der fertig, diagnostiziert? Instandhaltungsdurchsage. Pflanzen benötigen Wasser. Was, muss der jetzt nochmal in die Arztpraxis, oder was? Also, die sind auf jeden Fall schon mal ausgelagert. Das ist Nigel Bickleberth. Was ist denn mit ihm? Was braucht er denn? Man muss heute bereits so viele widerwärtige Erfindungen ertragen. Okay. Zynische Spottbilder, absolute Geißeln der Menschheit. Aber ich schiebe frage mal Sie nach vorne. Schweinefleischpasteten. Okay. Was wird denen als nächstes einfallen? Ist die Frage, ob wir die Frakturstation hier drüben hinbekommen. Wenn nicht, müssen wir. Ich organisiere mal ein bisschen um hier. Weiß ich nicht, ob ich das möchte. Lass mal ein bisschen reorganisieren. Oh, den anderen Automaten habe ich verkauft. Macht nichts. Einfach mal das Fenster zugestellt für den Profit, man kennt's. Und Abfalleimer, den kann man dann auch hier hinstellen. So. Und jetzt brauchen wir. Boah, Leute, wir sind auch gut liquide. Eine Frakturstation. Wusste ich gar nicht.
hier auf 3. Ich glaube, das müssen wir anders anfangen. Die Frage ist, kommt da noch einer durch? Oder machen wir direkt zu? Das können wir natürlich auch machen. Und dann hätte ich gerne aber hier noch die Geschichte. Stationstür. Die machen wir schön mittig. Ach, das ist die. Die braucht eigentlich gar nicht so viel Platz. Ungültige Wandposition. Ja, entspannen Sie sich. So, und die Schwester, die setzen wir wie immer hier hin. Was brauchen wir noch? Den Gipsgießer. Ich vermute mal, dass wir, ich glaube, mehr wie 2 Betten. Macht das so mehr Sinn oder so? Ne, so macht das mehr Sinn. Mehr wie 2 Betten brauchen wir nicht. Was wir auf jeden Fall brauchen, ist ein Feuerlöscher und ein Heizkörper, das schön flauschig ist. Also jetzt wächst ja auch unser Krankenhaus. Das ist ja Wahnsinn, was wir jetzt in den letzten 2 Folgen alles gebaut haben. Achso, vor dem Feuerlöscher dürfen wir das nicht stellen. Die Geräte kriegen das hier rein. Das ist wichtig. Wir haben ja, wir können überall schöne Fenster reinmachen. Weil. Okay, die haben irgendwie einen komischen Abstand. So. Aktenschrank. Nee, macht keinen Sinn. Dann lassen wir das erstmal so. Die fliegen raus. Perfekt. Dann haben wir hier eine Sitzgelegenheit. Und hier. Dann machen wir hier noch eine schöne. Ja. Die lassen wir so sitzen, die Boys. Da machen wir nämlich Folgendes hin. Erstmal ein schöner Broschürenständer. Zwar das erste und das zweite ist. Spender, den können wir da. Der fällt nicht so auf. Perfekt. Weil das versüßt dann die Wartezeit. Es gibt ein Update zur Öffentlichkeitsarbeit. So, jetzt ist die Frage, ob wir da nochmal was hinbekommen. Achso, wir müssen ja auch erst nochmal die Station. Ah, die ist schon. Ist schon eine Krankenschwester da am Start oder was? Jessica. Klar, die hat sich das schon gesucht, Klaas. Hier helfe ich mal kurz. So, und hier? Fehlt die Schwester? Nee. Wo ist die? Könnte sich bitte ein Assistent beim Marketing einfinden? Ja, das wächst und wächst und wächst. Wahnsinn. Oh, wir brauchen einen Hausmeister. Wir brauchen einen Hausmeister. Personal. Hausmeister. Erfahrung auf aktuellem Rang. Ah, die steigen auch im Rang. Na gerade. Die gießen gerade alle. Perfekt. Du bist auch schon straight up in der Ecke. Jetzt müssen wir warten, bis sie stirbt. Hallo. Kümmern Sie sich.
Ja, ist okay, dann, ja. Öffentlichkeitsarbeit. Jasmin Odyssee hat uns seit ihrem Besuch hier nicht ein einziges Mal erwähnt. Naja, ein Versuch war es wert. Immerhin hat es jemand geschafft, von ihr ein Foto zu knipsen, als sie hier war. Das ist auch was. Wir müssen dem Krankenhaus etwas nachhelfen, wenn Promi-Besuche sich für uns lohnen sollen. Okay. Okay, aber ich denke, wir haben heute auch wieder viel geschafft. Wir haben eine Farbtherapie gebaut. Wir haben eine Frakturstation gebaut. Haben dadurch die Station entlastet. Und vielleicht soll ich nochmal Toiletten bauen. Hä? Wir sind gut belegt. Ich weiß es nicht. Die unvermeintliche Jasmine Odyssey, die als Sängerin unter unserer ungebildeten Jugend großes Ansehen genießt, wurde heute beim Betreten eines Krankenhauses beobachtet. Vielleicht erhält sie eine Stimmbandtransplantation und singt dann so ähnlich wie jemand mit Talent. Die Hoffnung steht ja bekanntlich zuletzt. Okay, ja gut. Also, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen oben da. Schreibt einen Kommentar. Da würde ich mich sehr darüber freuen. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen bis hierher. Wenn ihr Lust habt auf weiteren Content, schaut euch auf dem Kanal um, kommt auf Twitch, twitch.tv/büronummer16 mit UE. Würde ich mich sehr drüber freuen. Und dann kann ich nur sagen, bis dahin, lasst es euch gut gehen. Tschüss.